Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Habe ich das schon mal gesagt? Moin Leute, was geht? Der junge Zocker JT ist am Start und heute mit einem Gameplay von Herrschaft auf der Map Plaza mit dem edlen Gameplay-Spender Corvo HD X. Moin Moin, Corvo HD X. So, er spielt heute mit der AN94 und heute soll doch mein Gameplay um ein Mythos gehen. Der Mythos Area 51, der Mythos, Roswell. Bevor jetzt ihr denkt, was erzählt er da? Jetzt sagt er gleich, es gibt UFOs und so und ist alles wahr. Nein, ich habe recherchiert. Wirklich jedes Fitzelchen herausgefunden. Und ich kann heute die Wahrheit von dem Absturz von Roswell heute präsentieren. Schaltet nicht weg, weil jetzt gibt's die Wahrheit. Ihr wisst ja alle, damals soll ein UFO in New Mexico abgestürzt sein, in dem kleinen Örtchen Roswell. Das ist alles bekannt, viele denken, ja, das stimmt doch, da ist ein UFO abgestürzt, es gibt Beweise. Und vielleicht habt ihr schon mal im Internet dieses Bild mit diesem komischen Alien gesehen. Wir sehen das. Alien, echt, die anderen sind alles Verschwörer. So ein Quatsch, dieses tote Alien war tatsächlich ein Fake Alien. Dieses Alien wurde nur produziert, um irgendwie zu täuschen. Da gab es auch noch den Mythos mit einer Krankenschwester, wo sich herausgestellt hat, dass es diese Krankenschwester überhaupt nicht gegeben hat. So, jetzt kommen wir mal zu dem Absturz von Roswell. Damals glaubte man tatsächlich, es sei ein UFO abgestürzt. Aber tatsächlich ist ein Wetterballon abgestürzt und dieser Wetterballon hat ein Signal empfangen. Aber gehen wir mal weiter zurück. Dieser Wetterballon wurde gebaut, um die Sowjetunion, sorry, dass ich es falsch ausspreche, sagen wir einfach mal Russland, um einfach sozusagen Sachen hinaus, also zu spionieren von Russland so. Und diese Dinger wurden dann gebaut, hochgeschossen in den Weltraum oder in die Atmosphäre. Und da ist halt eben eines dieser Satelliten, also ein Geheimprojekt, abgestürzt. Und stellt euch doch mal vor, das wäre irgendwie herausgekommen, die USA spioniert Russland. Also das wäre blutig geendet. Und somit gab es halt eben diesen Mythos mit dem UFO. Aber jetzt kommen wir mal zurück. Dieser Wetterballon war oben in der Höhe und plötzlich empfing dieser Wetterballon ein sogenanntes Signal. Ja, eigentlich noch normal. So, aber dieses Signal kam nicht von der Erde, sondern kam von einem anderen Stern, von einem anderen Sonnensystem. Ein Signal, was wirklich nicht künstlich hergestellt wurde, sondern wurde tatsächlich irgendwie von einem Menschen irgendwie oder von einem Alien verursacht. Alien, genau, so nennen wir das ja. Und aus dem Grund hat die USA diesen Wetterballon abgeschossen. Das Ding ist abgestürzt und der Mythos von diesem, Roswell-UFO wurde geboren. Und ja, das ist eigentlich die ganze Wahrheit davon. Und jetzt ist natürlich die ganze Frage, was hat dieser Wetterballon empfangen? Welche Datei, welche Information? Es war in meinen Augen aber eine Information, die so geheim geblieben ist, dass wir es nicht wissen. So. Die Welt ist riesig, das Weltall ist unglaublich groß, es sind unglaubliche Weiten. Schauen wir einmal zu einem Stern und dann können wir nochmal weiterschauen. Das Weltall ist unendlich, 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 okay? Und dort irgendwo wurde halt eben dieses Signal empfangen und in diesem Weltall gibt es in meinen Augen persönlich, denke ich mal, schon Leben. Weil wir sind nicht die Einzigen, aber ich denke, da müssen wir realistisch bleiben. Diese Lebensform von dem anderen Planeten oder von einem anderen Sonnensystem werden wir niemals sehen und die werden uns auch niemals sehen, weil die Entfernungen einfach viel zu weit sind, viel zu weit, um überhaupt, zu kommen. Höchstens ein Signal können wir empfangen, mehr können wir auch nicht. Das ist, denke ich mal, alles und ja, mehr geht da auch nicht. Jetzt schauen wir mal auf die Liste. 15 Sekunden haben wir noch. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Und das war das Gameplay über den Roswell-Absturz. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen mehr Informationen gebracht und glaubt nicht immer den Medien. UFO abgestürzt oder bleibt bitte von YouTube weg und gibt Roswell niemals ein, weil dann kommt ihr auf eine falsche Fährte, weil das ist alles gelogen und falsch. Somit sage ich ciao, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Base Station 3. Ciao.